Ich muss ja gar nicht mehr klatschen. Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Rainbow-Video. Ich darf euch recht herzlich begrüßen und zwar wollte ich mich nochmal bedanken. Ich habe es beim letzten Video leider nicht erwähnt, aber danke für 200 Abonnenten. Kuss geht raus an jeden einzelnen von euch und es hat sich ein bisschen was geändert, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, nämlich die Cam-Settings. Ja, ich habe mir eine neue Kamera gekauft, die deutlich besser ist. Ich wollte schon immer eine nice Kamera haben und jetzt habe ich mir einfach eine gekauft und deswegen heute ein Video in einer bisschen besseren Qualität. Ich hoffe, das freut euch sehr, denn mir liegt das Ganze auch sehr im Herzen. Ich will mich auch ein bisschen verbessern, was Qualität und so weiter angeht. Ich will gar nicht lang rumfackeln. Wir spielen heute nämlich, wenn ich du wäre, hat es eigentlich mal im Titel schon erlesen. Und ich habe wieder dabei Stefan. Alles klar. Oh, Leute. Okay, gut. Just in time. Alles klar, perfekt. Und ich würde sagen, wir sliden direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, erste Runde. Wir spielen Fortress. Stefan, du bist Gast auf meinem Kanal, also darfst du natürlich auch anfangen. Ich habe eine kleine, aber feine Sache. Und zwar, wenn ich du wäre, würde ich... Geil, dass die gleich rausgehen. Wenn ich du wäre, würde ich Cavcat spielen, aber würde auf behindert die ganzen Sachen außen an die Türen platzieren. Also an die Türen, an die du es machen würdest, aber außen. Aber ich darf es an die Tür machen, die ich will. Genau, aber außen. Okay, alles klar. Wenn jemand reinläuft, ne? Was denn, soll ich dir den Kill shared oder was? Nee, dann darfst du mich killen. Ja, okay, Digga, alles klar, das ist ein Deal. Okay, dann habe ich natürlich auch gleich eine Aufgabe für dich. Und zwar, wenn ich du wäre, würde ich jede Tür, durch die du läufst, musst du verbarricaden. Viel Spaß. Gut, dann bringe ich mal meine Capgun Traps an. Hier ist die gute, Leute. Da läuft keiner rein. Die sieht keiner. Die sieht hier keiner. Nee. Chill. Ja, aber ist ja schlecht, wenn keiner rein. Ja, Moment mal. Ah, Digga, der Jäger ist doch dumm bei uns im Team. Der macht hier alles zu. Oh mein Gott, Alter, ist ja behindert. Boah, das ist echt zeitintensiv, wenn ich hier rumlaufen muss und überall die Capgun Traps außen anplatzieren. Okay, man. Anbringen muss, die ganzen Booby-Traps. Ja, okay. Boah, Digga, Alter. Ich glaube, die denken, dass du so ein richtiger Retard bist, weil du alles verbarrikadierst, Digga. Ich bin doch ein scheiß Retard. Hey, lol. Oh, fuck. Ich glaube, jemand ist im Main Hallway. So, ja, Maru war da. Lul. Wer hat denn die Captain-Traps? Maul. Ist da eigentlich gerade die Luft? Also es ist bei uns, also bei mir ist keiner drin. Wenn ich du wäre, würde ich mal hinter dir die Stair runterlaufen und von der anderen Seite pushen. Ja, okay. Hey, Leute, hier ist einfach keiner. Okay, doch, da ist einer. Leute, jemand ist in meine Capcom Trap gegangen. Nice aim, man. Nice aim. Wer hat denn mit mir geredet? Oh, ich sehe euch so gut. Nein! Hallo! Danke. F5 oder F6? Ich weiß nicht, was Leute, ich bin hier immer reingegangen. Ich weiß, wo er ist. Mit der ist onside oder er ist im Gang? Er ist onside. Hey, chillig. Chillig. Okay, ich bin dran mit einer Aufgabe. Wenn ich du wäre, würde ich Mirror nehmen. Freu ich mich. Ja, ich würde sie hier und daneben gleich platzieren. Also wenn reinforced ist. Ich würde richtig unnötig reinforcen, klar. Und sie dann auch richtig retarded platzieren. Dann wäre es aber nice, wenn ich du wäre, deine Frostmatte einfach vor meine Mirror platzieren. Muss ich alle drei platzieren, oder? Würde ich schon sagen, oder? Ja, okay, dann hol ich sie ganz kurz, warte. Also wenn das nicht die Taktik ist, dann weiß ich auch nicht. Du hast ja die Vector, ne? Wie gut glaubst du es, wenn du die auf Einzelschuss stellst? Aber ja, wenn ich du wäre, würde ich das halt mal ausprobieren. Ja, dann. Vielleicht taugt sie ja. Banner? Jo, ich versuche am Mann zu halten. Achso, oh. Einer ist Bathroom. One up, four remaining. Ich glaube, es war der Bathroom. Letzter müsste die Bahner sein, oder? Ja, Main Hallway. Der war los. Okay, Digga, du bist dran. Digga, ich hab 7-0-0. Chillig, ich hab 0-0-2, Alter. Chillig. Okay, was muss ich tun? Wer ist dein Lieblingsoperator beim Angreifen? Auf der Map, Capitao. Okay, dann spielst du jetzt Glatz. Nice, okay.
Okay. Kannst du Montane spielen? Das ist nämlich die Strat. Das ist die Strat. Montane und Glatz sind zwei Operator, die perfekt miteinander harmonieren, ja? Oh, Mashallah. Ich glaube, sie sind oben, oder? Okay. Hast du gerade schon mal irgendeine Aufgabe für mich im Kopf oder so? Also, pass auf, dass du nur mit deiner Primary Kills machen darfst, wenn ich du wäre. Erstmal einfach versuchen, auf die Strat zu konzentrieren, würde ich sagen. Okay, dann lass Hammam rein. Also, ich meine, jetzt hier eigentlich nicht Hammam. Würde ich bitte sofort. Oh mein Gott, okay. Da ist einer. One friendly operator remaining. Oh, nice. Oh, shit, Digga! Monty Main, Alter! Da macht er seine einzigen beiden Kills in der Runde mit Monty, ey. Gut, das war eine schnelle erste Runde, würde ich sagen. War ziemlich entspannt. Ah, vielleicht bekomme ich jetzt noch ein Pack, Alter. Ich habe 60,9% auf 69 angelehnt. Und ich habe ein Pack. So. Zweite Runde. Wir spielen Clubhouse. Wir sind in der Church. Okay, gut. Alles klar. Cool. Chillig. Weißt du was? Frag mal bitte, ob du Jäger spielen darfst. Can I play Jäger, please? Und jetzt nimm mal Jäger. Und bei einer Sekunde nimmst du dann Frost, weil ich eh weiß, dass du hier viel lieber Frost spielst. Also, wenn das nicht mal eine Ehrenaktion ist von mir. Einfach nur dieses... Oh mein Gott. Ich hoffe, er bringt dich jetzt nicht um, weil das wär jetzt hart ehrenlos. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Wie so ein Villager, Alter. Junge, der killt dich doch instant, oder? Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe, er lässt dich am Leben. Okay, gibt's irgendeine Aufgabe? Eine bestimmte? Für nächste Runde, okay? Okay. Für nächste Runde. Ich hab was Lustiges. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Strat, weil der Spot ist wichtig. Alles klar, okay, einer, also Ash ist bei mir garish. Ich würde sie interagieren. Ja. Oh mein Gott, ich hab zwei gedown. Lol, was? Easy, Digga. So, ich habe jetzt eine ziemlich lustige Idee für dich, da ich mich gerade ein bisschen blamiert habe. Spiel mal, wen du willst. Jetzt würde ich mal fragen, ob du Cage spielen darfst. Ob du Cage spielen darfst. Can I play Cage, please? Und jetzt, wenn ich du wäre, würde ich einen traurigen Smiley reinschreiben. Oh shit, das ist ja richtig unangenehm, Digga. Ich bin so froh, dass da keine Reaktion kam. Ash geht Jim. Aber Ash. Nein! Er steht in der Tür. Gut, nächste Runde. Was kann ich für dich tun? Bau mal Construction und dann nimmst du mal Clash, oder? Dann läufst du quasi von Construction zum Main und gehst Main rein. Das macht ja keinen Sinn, wenn du Main spawnst. Ne? Alles klar, habe ich jetzt eine richtig geile Aufgabe für dich. Du musst deine Nomads gegen unsere Mates schießen. Aber halt so, also nicht alle hintereinander sofort, sondern halt relativ langsam, also immer mal wieder einen gegen einen Mate. Du suchst jetzt einen aus, wen du willst. Vielleicht nimmst du Thermite oder so. Ich glaube, der kann dich eh nicht leiden. Und gegen den schießt du deine Nomads dann halt im Laufe der Runde immer mal wieder. Und jedes Mal, wenn du einen Nomad gegen ihn schießt, oh fuck, sagst du sorry. Sorry. Nein, einer ist Billard. Ah, ich bin so dumm. Sorry. Okay, plante mal. Und dann schießt du den letzten nochmal gegen ihn. Nein, schade. Wir sind halt trotzdem die Besten. Was? Ja, easy. Gut. Wir haben einmal diese Runde gewonnen, lol. Ja, vor allem sind wir die beiden Besten einfach trotzdem geblieben.
Oh Mann, was für eine lustige Runde. War mir so unangenehm gerade. Dieses zweite Mal war mir so unangenehm, weil er in seinen Camps war. Das ist so geil gewesen, wenn es aber noch ein drittes Mal dazu gekommen wäre, ey. Ohne Witz. No cap. So, dritte Runde. Wir spielen Favela, Alter. Das ist ja mal richtig geil. Ich bin so froh, dass diese Map in Casual wieder da ist, ne? Wenn ich du wäre, würde ich Rook spielen. Rook, okay. Ja. Oh, wow, 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 wow. Moment mal. Was darf ich denn machen? Okay, ey, das ist cool. Da habe ich eine coole Aufgabe für dich jetzt, wo du Legion genommen hast. Wenn du deine Legion-Dinger wirfst, dann musst du immer einen Teammate damit abwerfen. Okay, gut. Dann habe ich auch eine nice Aufgabe für dich. Ja. Und zwar, wir treffen uns jetzt mal gleich kurz wo. Platziere hier mal kurz deine Westen, okay? Wenn ich du wäre, würde ich sie zerschießen. Das dachte ich mir doch schon fast. Ich habe nicht mal Minuspunkte dafür bekommen. War mir jetzt tatsächlich sehr wichtig, dass ich halt die... Ja, klar. Hey, hast du gerade einen Mate abgeworfen? Ja, tatsächlich. Kann man sich vielleicht dafür entschuldigen? Sorry. Gut, dann bist du an der Reihe. Frost mit der Shotgun. Frost mit der Shotgun, okay. Chilli. Gut, das klar, dann kannst du spielen, wie du willst, weil Frost mit der Shotgun ist halt actually ein nicer Pick. Okay. Alter, geil! Wir haben Rook! Weißt du, was das bedeutet? Was bedeutet das? Dass du gleich erstmal die Westen zerstören darfst. Wenn er sie platziert, dann zerstörst du sie am besten sofort, sobald sie auf dem Boden sind. Okay, und dann zerstöre ich Rook. Nein! Solches Spacken, Alter. Oh nice, du hast Amaru, okay? Ich weiß nicht, ob das so nice für mich ist. Naja, also sagen wir mal so. Also kannst du jetzt mal, wir suchen jetzt erstmal kurz die Bombe mit unserer Drone und dann gehst du direkt on-site. Also sei jetzt nicht direkt mit deinem Amaru-Scheiß direkt on-site rein. Das müsste eigentlich gehen durch dieses Fenster hier bei B. Ich kann dann auch gleich kurz für dich anrufen, dann weißt du, dann ist das vielleicht für dich schon mal ein kleiner Vorteil. Ach, das Fenster hier? Ja. Oh, okay. Let's see who's nearby. Okay. Nein! Oh mein Gott, die ist so low! Nein! Oh, mein Magazin war leer. Mein Magazin war, glaube ich, leer. Scheiße. Ah ja, komm, Digga. So, das soll's mit dem Video gewesen sein. Ich würde sagen, da waren auf jeden Fall ein paar nice und witzige Aktionen dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like, einen Abonnement und einen Kommentar freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, meine Lieben. Ciao.